Was ich ja zum Beispiel meistens immer rumdiskutiere, welche Jacken nimmt man mit? Ich sage grundsätzlich, fürs ganze Jahr ist es kein Fehler, eine Regenjacke mitzunehmen. Da komme ich nachher noch dazu, aber das wird ein kurzes Video. Also wie gesagt, ich kann euch eins nur empfehlen. Nehmt eure Regenjacke mit, weil Regne, also Wasser von oben, müsst ihr immer rechnen. Und eine gute Regenjacke ist die halbe Miete. Und wenn sie bloß 5000er Wassersäule hat oder 10.000 oder bloß 8000 oder bloß 2 oder bloß 3, aber Hauptsache ihr habt eine Regenjacke und das ist der wichtigste Aspekt. Und dann kommt so die Antwort, ja, aber das ist dann wieder blöd. Eine Regenjacke ist ein Gegenstand, den brauchen wir das ganze Jahr. Nee, brauchen wir zum Beispiel nicht. Im Sommer zum Beispiel brauchen wir sie nicht. Doch im Sommer brauchen wir sie erst recht. Erstens wegen Unterkühlung Gefahr, weil im Schatten bist und wenn es dann geregnet hat, dann ist es kalt. Und im Sommer kann Starkniederschlag sein. Hagel, Graupel. Also. Und im Winter kann es ja ein bisschen ein Windbrecher sein. Und das ist einfach der Punkt, wo ihr einfach sagt, Leute, nehmt eine Regenjacke mit. Aber eine Regenjacke nimmt so viel Volumen weg und so. Nimmst sie zum Beispiel von Militec, kannst du noch ein Fließen anmachen. Kannst du auch die von Arc'teryx nehmen. Oder kannst du auch eine Softshell-Jacke nehmen. Und du kannst so vieles nehmen. Aber bitte nimm den Regenschutz mit. Ein Poncho ist ein bisschen zu over. Aber so eine Regenjacke, so ein amerikanisches Prinzip, das ist doch wunderbar. Aber du siehst halt mehrere Leute auf dem Airsoft-Gelände. Oh, jetzt wird meine Ausrüstung nass. Leute, der Blattenträger, der muss nass werden. Aber eine Regenjacke ist doch nicht viel. Und deswegen sage ich meine Meinung her, grundsätzlich in der Standard-Airsoft-Ausrüstung, wenn es für 48 Stunden oder 24 Stunden ist, eine Regenjacke muss sein. Und wenn ihr eine gut verschenken könnt und eine, die wirklich zum Kaputtmachen geeignet sein soll, also wirklich zum Kleide, zum Kaputt, also zum Reißen, dann nehme ich einfach die von Militec, dann machst du keine 80 Euro kaputt. Wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Aber klar, du kannst ja auch eine Arc'teryx kaufen. Aber da geht ja der Preis schon bei 200, 300, 400, 500 Euro los. Du kannst ja auch auf Pro kaufen. Aber Leute, die Airsoft betreiben, die müssen nicht mit teuerster Gear rumlaufen. Es geht auch ein bisschen niedriger. Weil wenn du irgendwo in Brombeere oder wie auch immer, Steine können auch schneiden und scharf sein, dann ärgerst du dich wieder und dann musst du irgendwo ein bisschen so abwägen. Und das ist halt einfach meine Meinung. Und deswegen sage ich halt grundsätzlich, manche Ausrüstungsgegenstände sind teuer und extrem geil, aber vom Nutzer oder von der Preiswertigkeit wieder her, das ist die Balance. Wie ein Dreieck mit, was ich vorher gesagt habe, Schnelligkeit, Ausdauer und Stärke. Und genauso wie es so ist mit Preis, Funktion und Qualität, Stoffqualität, Materialien, aus was es ist. Und dann musst du es irgendwie so abwägen, wie kannst du einen besseren Vergleich ziehen?